Hallo und willkommen zurück bei Rising to the World mit dem Troplay. Hallo. Und ich habe keine Ahnung, was ich heute tue. Wahrscheinlich werde ich wieder Wälder abfällen und dabei fröhlich versuchen, Bäume durch die Gegend zu kicken. Und was hast du heute so vor? Ich baue heute wie immer an meinem kleinen Schweinestall weiter und gucke mal, was ich da so erreichen werde. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Oink, oink, oink. Was mache ich jetzt hier? Wir sehen, ob wir überhaupt noch Schweinchen hier auf dem Server haben, wa? Ich denke mal nicht, dass wir noch Schweine haben werden, aber irgendwann kann man bestimmt mal wieder welche neu spawnen lassen, oder? Ich will's doch hoffen, weil sonst wird das schwer mit dem Schweinebraten. So. Wobei ich da eigentlich mal eine Frage an dich habe. Hältst du dich eigentlich an religiöse Regelungen? Sowas wie von wegen sonntags Schweinebraten, freitags nur Fisch? Nein! Nein? Bist du des Wahnsinns? Ich meine ja nur, es gibt genügend Leute, die sich dran halten. Nee. Sicher nicht. Ja, also ich bin in meiner Klasse als derjenige verschrien, der unser Ökosystem zerstört, weil ich keinen Tag ohne Fleisch auskomme. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, es geht einfach nicht, genau, richtig. Warum? Achso, ich muss Minus drücken, genau. Wäre eine Möglichkeit, nicht? So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Oh verdammt, wie ich das überhaupt nicht sehe. Ach nee, Mann. Was ist doch so zum Mäusemelken? Müsste auch ein ziemlich undankbarer Job sein, oder, Mäusemelker? Relativ. Also ich stelle es mir sehr nervig vor. Hast du jemals schon mal gesehen, dass jemand eine Maus gemolken hat? Ja, aber es gibt sicherlich genügend Leute, die schon mal probiert haben. Mir ist aber mal aufgefallen, dass manche Sachen hier auf dem Server sehr gut rumbuggen. Ich habe hier Holz rumliegen, das ich nicht aufheben kann. Oh, wie gerne würde ich jetzt hier ranzoomen. Dann drück Z. Ach, sei ruhig. Weil Z ist fett. Z sagt doch gar nichts aus. Ja, toll, jetzt sehe ich es ja auch nicht besser. Blöder Zaun, den ich hier machen will. Schau mal eigentlich mit Henkis Höhle. Die bleibt in Erinnerung an Henki. Er kann ja noch auf den Server. Ich hatte überlegt, ob ich einfach die Bäume wieder dran setze, aber dann werden die eh wieder abgefällt. Alter, unser Wald wird immer größer, das ist unglaublich. Ich bin froh, dass der Wald sich nicht durch irgendwas weiter selbst vermehren kann. Jetzt kommen wir irgendwann auf den Server und sind überwuchert. Sei froh, dass der Wald jedenfalls größer wird und nicht kleiner wird, dass da jedenfalls sowas wie Setzlinge sind. Ja, das ist schon richtig. Also, aber stell dir mal vor, es gäbe keine Setzlinge, sondern das würde der Wald automatisch irgendwie machen. Das wäre ziemlich unkontrollierbar. Dann bist du irgendwie eine Woche nicht da, weil du vorgearbeitet hast und auf einmal bist du überwuchert, wie blöde. Ey, der Chili, der hat echt irgendwie eine Meise oder so. Aber perfekt detailgetreu, ne? So, wenn du Zeit hast, mal vorbeikommen. Der hat die Häuser echt so gebaut, wie man sie damals so im alten Ägypten sich vorstellt. Na, dann fliege ich mal ganz kurz rüber. Schau mal, was der Chili Willy da gebaut hat. Alter Verwalter, ey. Wieder eine Chili Willy-Folge. Sieht aber genial aus. Oh, er hat sogar so gemacht, dass er die du hast doch die Vorhänge, ne? Die benutzt er hier als Türersatz. Weil die ja damals gar keine richtigen Türen benutzt haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er das wahrscheinlich hingebaut hat. Über seinen Marktplatz. Zwar noch nichts eingerichtet, aber die Hausstrukturen stehen schon. Wow. Aber ich dachte, er wollte so eine Art Slum machen oder so. Das ist das auch. Also ich habe die irgendwie anders in Erinnerung. Das sieht hier eigentlich mehr aus wie normale Häuser.
Ja, aber ja, das ist sieht aber genial aus, oder? Ja, also ich sagen wir es mal so, wenn ich das jetzt meiner Frau zum Beispiel zeigen würde, die würde sagen, boah geil, da möchte ich wohnen. Also, jetzt nicht so, ne? Du weißt, wie ich das meine. Also, man würde sofort sich hier wohlfühlen. So, dann gehe ich hier mal hoch. Das ist echt cool gemacht, also muss man ja sagen. Jetzt, als ich es gesehen habe, erinnert es mich so an die Asterix-Folgen. Nee, mich erinnert das jetzt mehr so an Aladdin oder so. Ja, oder, nee, gar nicht, an die Cartoon-Serie von Moses. Dieser Cartoon-Film, den es davon mal gab. Ey, aber warum kommt man hier die Treppen so schlecht hoch? Aber das ist ja, also ich würde das jetzt nicht als Slum bezeichnen, gar nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich gucke gerade so durch seine Erzkisten und er hat zwei jetzt komplett leer. Okay. Der Rest ist noch voll. So, jetzt fliege ich hier mal wieder hoch. Ja, da hat er aber doch schon einiges gebaut. Also man könnte sich hier echt schon freuen für so eine PvP-Arena, ey. Ja, werde ich ihm mal vorschlagen, ob er da dran Spaß hat. So, irgendwas hat sich da aber auch in Richtung Reperion anscheinend getan. Na, gucken wir doch da mal vorbei. Wobei, ich... Der hat sogar einen Weg dahin gebaut. Wenn wir gar nicht so in Richtung eine Arena machen, sondern so einen Battle Tower, das halt auf mehrere Ebenen ist. Nee, nicht bei Reperion. Reperion, dahinter weiter. Da hinten sehe ich nämlich Licht. Und ja, da hinten sehe ich noch mehr Licht. Bänke. It's light. Hier sehe ich Licht. Ja, da ist noch mehr. Kein Haus, aber da hinten ist irgendwo noch mehr, hatte ich gesehen, ne? Ja. Wow. Wahrscheinlich haben die Lagerfeuer? Nee. Hier haben sie Lichter. Aber da hinten eine Baumfarm. Ja. Aber wo eine Baumfarm ist, muss auch ein Haus sein. Ah. Ah. Es lädt noch nicht. Ah, jetzt kommt so langsam was. Zwar nur so ein kleiner Platz, aber... Sieht auch cool aus. Okay. Gut, ja. Jetzt wissen wir auch, wo das Schweinesterben und so weiter herkommt. Ja. Aber hey, da ist jedenfalls eine Ziege wieder respawned. Wobei, die Ziegen können ja zurzeit noch am Leben bleiben. Yep. Die droppen ja eh noch nichts. Ansonsten haben wir hier nichts weiter, oder? Doch, warte mal, hier. Mitten, guck mal. Mitten im Wald? Mitten im Wald sehe ich auch schon wieder Licht. Ja, ne? Gucken wir doch, wo das Licht herkommt. Einfach nur eine Feuerstelle mit einem Amboss. Auch eine Möglichkeit. Okay. Und der Amboss schwebt hundertprozentig in der Luft? Yep. Nee, nicht. Das sieht nur so aus. Okay. Sieht nur so aus der Entfernung. Optische Täuschung. So, mal gucken, was haben wir hier noch. Ich schwebe mal wieder ein bisschen höher. Da ist Reperion. Hier sind wir gleich bei deiner Freundin. Da oben ist noch was, sehe ich. Aber ich glaube, das war vor dem letzten Mal schon. Das kann gut sein. Genau, das ist deine Freundin. Wir können ja nochmal bei dem gucken, der diese Burg da angefangen hat, dieses kleine Ding da. Den Turm meinst du? Ach nee, du meinst, ja. Das Ding. Hier hat sich jemand sein Lager unterirdisch gebaut, okay. Aber auch nicht viel. Ob es Spaß macht? So, jetzt sind wir hier. Ja, Dach ist drüber, Vorgarten ist fertig. Woppa. Ja. Okay. Zwar immer noch meiner Meinung nach ein bisschen viel Baum, aber sonst. Und hier ist dann noch ein Turm, aber auf den kommt man gar nicht hoch. Vielleicht kommt das noch. Ja. Also interessant sieht es aus, aber da ist noch einiges zu machen, würde ich sagen. Tro, kannst du mir diese Statik mal erklären? Welche Statik? Hier. Diese. Uhu hält alles zusammen. Fliegeflasche, alles Kleber. Hier hinten ist auch nochmal was. Nur ein kleines Lager auch wieder. Ist schön, dass hier unser Server so langsam doch so eine gewisse Popularität bekommt.
Hier ist auch wieder ein Haus. Oh, das sieht sogar sehr schön aus. Ich weiß gar nicht, wo bist du? Hinter dir. Ja. Sieht interessant aus. Ja, hat schon irgendwie was Interessantes. Das ist richtig. Ja. Da hinten ist noch mehr Licht. Wo? Oh, Tatsache. Hier. Aber es ist auch nur so ein kleines... Achso, nee, da bin ich hergekommen. Okay. Gut, ah, ich verlauf mich. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie finde ich gerade nicht zurück. Doch, halt. Doch, ich weiß noch, wo wir lang müssen. Ich glaube da. Das war auch was. Fängt meine Burg an. Genau, da müsste doch deine Burg sein, ne? Hier ist das Haus, was irgendwo hinter meiner Burg hängt. Ja. Genau. Hier ist meine Spawn-Area wieder. Statt. Der Herr hat mich nämlich auch noch nicht angeschrieben, ob er sein Haus weiterbauen darf. So, was ist jetzt bei dem Turm da passiert? Hat der noch irgendwas gemacht? Wird er auch nicht gekonnt. Irgendwas konnte er haben. Doch. Deine Area ist da noch nicht. Drum? Nein. Okay. Ist aber auch nichts weiter passiert. Schade. In der Richtung ist auch nichts mehr passiert. Gut. Ja, Mensch, dann haben wir jetzt hier alles erstmal wieder nachgeprüft, ne? Ja, ich glaube, die Folge ist damit auch schon wieder vollends erfüllt. Leider, leider, leider. Ach, Mann. Aber wir haben, wir warten jetzt noch eben, weil da hinten kommt ein schöner Sonnenaufgang. Was? Wo? Wenn du hochfliegst. Ach so. Oh, ich sollte was essen. Ich bin kurz vorm Sterben. Ich krieg schon wieder hier den Holzbalken nicht weg. Er ist doch schon wieder zum Mäusemecken. Naja, gut. Während ich den Holzbalken jetzt hier mal wieder nicht wegkriege... Soll ich mal probieren, ob ich ihn wegkriege? Und wieso kann ich jetzt nicht mehr springen? Ich kann nicht springen! Ja, du steckst bei mir auch ziemlich im Boot. So, welchen Balken kriegst du nicht weg? Nee, brauchst du nicht, lass. Okay, okay. So, jetzt gucken wir mal. Zack! Einmal drehen. So, minimieren. Und klein machen. Steuerung drücken. Dann kann man damit nämlich hier das hoch und runter. Mit den Pfeiltasten wollte ich gerade sagen. Aber nee, es ist ja nicht ganz richtig. So, kann ich so den Zaun machen? Ich probiere es mal. So, und jetzt das Ganze... Sunny, sieht interessant aus, was du hier baust. Kann man das so machen? So, Doch, müsste gehen, oder? Ja. Vom Zaun her. Sollte man auch nicht drüber springen können, normalerweise? Nee, von der Seite nicht. Ja toll, es geht ja darum, dass die Schweine da nicht drüber kommen. Gut, also wir waren... Die kommen aber da drüber. Nein, die kommen da nicht drüber. Okay, es gibt fliegende Schweine, aber trotzdem. Also wenn sie so auf den Balken hochkommen, können sie da drüber. Nein, die kommen da nicht rüber. Okay. So, also das war's jetzt schon wieder für diese Folge. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht ist der Pox dann dabei, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen und ja. Ich bin Eutro. Bis dahin. Haut rein. Tschö, tschö. Einen feurigen Tag noch.